Das Elitrus-Haus für Medienkunst zeigt aktuell die internationale Gruppenausstellung Possessed Landscapes, besessene Landschaft oder Landschaft im Besitz. Der Titel der Schau macht es deutlich, es geht nicht um eine kunsthistorische Darstellung von Landschaft, ganz im Gegenteil. Vielmehr untersucht man die Beziehungen zwischen dem Menschen und dem Land unter Gesichtspunkten der Ausbeutung und Veränderung, wie Marcel Schwerin, der Leiter des Elitrus-Hauses, beschreibt. Ja, also der Homo sapiens ist ja sozusagen das einzige Tier, was tatsächlich seine Umwelt massiv verändert, so sehr verändert, dass er sich dann wiederum daran anpassen muss. Und oft ist das aber auch nicht so sichtbar. Also gerade zum Beispiel Klimawandel ist ja etwas, was man erstmal nicht sieht. Radioaktivität hört man nicht, fühlt man nicht. Oder wenn man es fühlt, dann ist es schon viel zu spät. Wir haben Projekte ausgesucht, die richtig in das Land eingreifen, die also Landschaft verändern, die ursprüngliche Landschaft in eine andere Landschaft verwandeln, in industrielle Landschaften verwandeln. Ein Schwerpunkt ist dabei auch Bergbau, also alles, was sich in die Erde eingräbt. Der Mensch gräbt ja teilweise riesige Löcher in die Erde und dort entstehen neue Landschaften, dystopische Landschaften, Landschaften, die vielleicht zeigen, wie wir irgendwann mal auf diesem Planeten leben werden. 5 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Arbeiten. Sie alle beschäftigen sich mit Großprojekten, die den Eingriff in die Natur sehr deutlich aufzeigen. Ob Diamantenminen in Russland oder Ölförderung in Nigeria, die unbegrenzte Ausbeutung der Landschaft beginnt oft mit der Enteignung und Entrechtung der dort Lebenden und lässt die verbliebenen Menschen wie Fremdkörper erscheinen. Und wenn dann zum Beispiel der Bergbau passiert, wenn die Ressourcen aus der Erde geholt werden, dann werden sie oft an den Gewinnen auch gar nicht beteiligt. Aber für viele indigene Völker ist es auch ein spirituelles Problem, weil sie auch noch ein ganz anderes Verhältnis zum Land haben. Während wir ja durchaus so mit der Vorstellung durch die Welt laufen, dass wir uns die Erde untertan machen, dass wir sie nutzen können, dass wir sie kaufen und verkaufen können, haben viele indigene Völker das Gefühl, dass sie und die Erde eins sind, genauso wie die Pflanzen und die Tiere und dass der Mensch dort nicht etwas besitzen kann. Er kann es nutzen, aber so wie alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten auch. Und auch die Religionen sind ja oft noch an die Erde gebunden, sind an die Tiere und an die Pflanzen gebunden. All das wird zerstört durch die sehr brutalen Eingriffe, die wir in diese Landschaft machen. Doch nicht nur in Australien oder Afrika verändert der Mensch die Landschaften. Und man muss gar nicht so weit reisen, um die Inbesitznahme zu dokumentieren, so Marcel Schwerin. So dient eine künstliche Insel in Holland als Deponie für kontaminierten Schlamm aus niederländischen Gewässern, der giftige Substanzen enthält. Das ist ein Projekt von Tanja Engelberts und es geht eben über eine künstliche Insel, die nur hergestellt worden ist, um giftige Materialien loszuwerden. Die ist einerseits wunderschön, dort leben Tiere, Fische, Vögel und auf der anderen Seite ist sie hochgradig giftig und das ist wirklich ein Thema, was es überall gibt. Also dazu muss man nicht in die Ferne schweifen, man kann auch sehr nachgucken. Und das Problem betrifft ja auch alle. Und das geht ja auch langsam zum Bewusstsein hinein, ist ein globales Problem. Wenn irgendwo Regenwälder abgeholzt werden, wenn wie jetzt in Australien Wälder verbrennen, beeinflusst das das Klima auf der ganzen Welt. Viele der ausgestellten Projekte umfassen von Drohnen aufgenommene Bilder, eine relativ neue Form filmischer Aufnahmen. Dabei geht es weniger um spektakuläre Luftaufnahmen, sondern vielmehr um preiswerte und leicht verfügbare Instrumente, mit denen die Künstlerinnen und Künstler die Praktiken der Industrie und den Zustand verschiedener Ökosysteme untersuchen können. Land als billige Natur, die man ohne Gegenleistung ausbeuten kann, so sehen es viele Industrienationen. Dass die Situation viel komplexer ist und man das Land eben nicht so einfach besitzt, zeigt die Ausstellung im Edith-Russ-Haus deutlich. Zu sehen ist sie noch bis zum 29. März.